Der macht Holz. Gut. Dann haben wir die zwei Sachen jetzt dann hoffentlich gleich gelöst. Dann müssen wir natürlich einmal Kies und einmal Holz hier auch noch hinzufügen. Das war jetzt nicht geplant, dass wir das. Habe ich einfach nicht dran gedacht. Florida-Kies! Na, aber mindestens. So. Der belad das. Und dann haben wir jetzt hier nicht das Sägewerk. Nicht das Sägewerk. Wir brauchen hier direkt das Holz. Ist gar nicht mal so ohne. Da müssen wir vielleicht schauen, wie wir das mit dem Holz dann eines Tages hinbekommen. Dass die hier direkt Holz abholen können. Ja. Aber das, wenn wir jetzt sehen, momentan wird sehr viel Bretter abgeholt. Da haben wir natürlich keinen Rückstau in dem Sinne. Wir können natürlich auch Folgendes machen: Wir setzen einfach hier die Leute runter und hier rauf. Wobei, welche Fahrzeuge gammeln denn da rum? Haben wir da bessere mittlerweile? Holz? Nee, das sind schon die besten tatsächlich, die es dafür gibt. Oder? 35? Nee, ich glaube jetzt mehr als 35 werden wir hier nicht haben. Das passt soweit. Ja. So, dann haben wir die zwei Sachen schon mal. Kies und Holz, das ist tatsächlich das Thema. Hier wird schon umgelegt. Das ist gut. So, was haben wir hier? Hier liegen schon Kunststoffe drin. Hier fehlen zum Beispiel noch Chemikalien. Stahl und Chemikalien fehlen hier. Da haben wir hier unten ein schnuckeliges Freilager für Stahl. So, hier müssen wir auch nochmal entladen. Stahl. Und da haben wir das eine, haben wir hier schon. Hier müssen Chemikalien noch rein. Das ist das. Da, Chemikalien holen wir erfahrungsgemäß immer von der Grenze ran. Chemikalien. Und was war das andere? Kunststoffe werden schon beladen. Stahl war das noch, ne? Da haben wir, glaube ich, das Freilager noch nicht gewählt. Ich glaube, das haben wir nirgendwo gemacht. Beladen Stahl sehe ich nirgendwo. Deswegen wähle ich das im Übrigen auch immer aus, was ich will. Auch wenn es offensichtlich ist, weil das Lager ja nur eine Sache haben kann, beispielsweise. Ich wähle es trotzdem aus, damit ich in der Übersicht sehe, was ich eigentlich da gerade ausgewählt habe. Damit ich es tatsächlich einfach sehen kann, damit es da ist, ne? Okay. Dann haben wir das Dingens. Ich muss jetzt bloß generell mal gucken, weil wir machen hier gerade viele Sachen gleichzeitig. Und ja. Ach stimmt, wir produzieren ja jetzt dann selber Chemikalien, ne? Quark, du hast recht. Abbruch, Abbruch, keine Zollhaus. Nee, das machen wir nicht. Wir produzieren ja hier selber Chemikalien rein. Aber das wird wo geho wird das irgendwo abgeholt? Hier, ne? Da soll das hin. So, hier und hier sollen sie beladen Chemikalien. So, so muss das gehen. Okay, dann haben wir jetzt erstmal so eine kleine Grundversorgung hier am Laufen. Fehlende Ressource. Hier ist Stahl zum Beispiel gerade. Da könnten wir theoretisch schon auch einige Sachen quer produzieren, aber die könnten sich tatsächlich selber bedienen. Gar kein Problem eigentlich. Was bei dir? Trennt Trinkwasser, elektronische Bauteile. Das müssen wir dann uns nochmal anschauen, wenn es soweit ist. Was bist du? Du bist auch ein Öltank. Achso, da hat man ja den gebaut, um das hier ein bisschen zu entlasten, meine ich, oder?
Ja, aber das haben wir dann. Ja, okay. Der braucht auch Rohöl, ne? Ja. So, B-Laden, nein, Entladen. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall nochmal 4 Fahrzeuge für Öl. Eins, zwei, drei, vier. Teures Vergnügen, Alter. Okay. Dann sollte jetzt in der Geschichte hier unten nur Öl da drin sein. Das Öl fließt hier rein und stellt mit Chemikalien Kunststoffe theoretisch her. Und dann kommen die am Ende hier an. Und dann können wir hier sagen, Kunststoffe beladen, theoretisch. Wir momentan generieren wir unsere gesamten Kunststoffe ja eigentlich nur aus Abfall. Das klingt so doof, Alter. Ja, nun. So, mal ganz kurz gucken. Holz und Kies, ist klar. Stahl und Chemikalien, ja, okay. Gut, die sind natürlich jetzt auch mit Masse beschäftigt, ne? Also, hier sind viele Fahrzeuge einfach offen. So. Okay, wie schaut es jetzt hier unten aus? Wenn wir. Wie ist denn das jetzt hier? Hohe Prio, hohe Prio, hohe Prio, bitte. So, dann machen wir jetzt hier eine kleine Fahrzeugerneuerungsgeschichte, maybe auch noch drauf. Nach Abnutzung, bitte. Haben wir jetzt ein paar Fahrzeuge wieder, die in die Verschrottung rein dürfen. Ohne dass es zu viel sind, glaube ich. Da ist schon unsere Geschichte am Laufen. Ja. Da sind die aber auch gerade parallel am Bauen, ne? Ja. Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch viel Aufwand erstmal. Was ist denn hier los? Sollte eigentlich gar kein Problem sein. Hier zündelt gerade irgendwas. Das macht die Betriebsfeuerwehr hier, die ja direkt vor Ort ist eigentlich. Auch mit ziemlich viel Personal im Übrigen. Gut. Gut, okay, dann schauen wir mal. Jetzt hat 17 Grad noch. Saft ist da, ist möglicherweise etwas überlastet. Das Gebäude hat immer noch keinen Strom, oder was? Oh, geht das mit der Weiterleitung hier nicht? Nee, das geht mit der Weiterleitung nicht. Oh, verdammt, ich noch eins. Okay. Weiterleitungen, merke, Weiterleitungen zwischen zwei Anschlusspunkten sind nicht möglich. Das wusste ich nicht. Ich dachte nicht, dass das ein Problem ist. Ich dachte, der gibt dann den Strom halt einfach durch, ne? Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Dann legen wir jetzt mal von hier, von der Seite mal einen nach.
Wo gehen wir da lang? Das ist okay für mich. So, dann legen wir das schon mal. Bis zum Anschlusspunkt ist das gelegt und das hat auch Saft. Das ist gut. Dann werden wir noch mehr machen müssen, weil das reicht ja hinten und vorne nicht mit dem Strom hier unten. Das reicht ja hinten und vorne nicht. Aber das muss man halt im Blick behalten, weil diese Leitung hier, die schaut so unscheinbar klein aus, ne? Und, aber hat so immense Auswirkungen auf unseren gesamten Produktionsprozess da hinten. Nur im Blick behalten alles. So, den Kindergarten und das alles, das kriegen wir schon noch hin. Ist die Kirche hier in Bau? Ja, tatsächlich sogar. Gut. Okay. So, hier unten sind die letzten 300 Arbeitstage am Start. Das längste dauert mal wieder, hier einen Asphaltweg zu legen. Da kommen aber auch nochmal 29 Arbeiter, dann sollte das ein Ticken schneller gehen. Und dann hoffentlich kommt noch Asphalt, mein wenigstens ein bisschen, oder? Ach, das ist erst die nächste Bauabschnitt wieder. 20.000 Leute mittlerweile, Leute. Das war gut, ne? War gar nicht so schlecht. 200 Leute wohnen da schon mittlerweile drin und hier... Oh, yeah. Boah, ich mach drei Kreuze, wenn das der Abwassertank jetzt endlich fertig ist. So, wie schaut's jetzt hier hinten aus? Hier den Restabschnitt hier, der wird auch noch gemacht, aber der braucht deutlich länger. Da sind die noch nicht so weit, ne? Fürchte ich. Ja. Wie lange dauert der Abriss hier oben? Wo auch immer er war. Da. Da. Ja, der ist tatsächlich relativ schnell gemacht. Da kommt auch nicht viel Müll bei raus, ne? Also das ist eine relativ schnelle Geschichte. Da braucht man nicht viele Müllfahrzeuge, die das abholen. Das ist okay. Ich will halt nach Möglichkeit, wäre es mir halt ganz recht, wenn wir das jetzt hindeichseln könnten, dass das, dass die Temperatur nicht so dramatisch runtersinkt, ne? Also 46 Grad Wassertemperatur ist nicht viel. Was da aus dem Wasserhahn kommt, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich an dem Wasser, an der ganzen Geschichte hier liegt. Schauen wir mal. Die meisten von den Gebäuden sind ja tatsächlich gar nicht besucht. Also das ist irgendwie... Noch sollte das gehen. So, hier der letzte Rest Müll muss noch durch. Dann legen wir den letzten... Ja, 5000 Arbeitstage braucht die Stromleitung hier runter noch. Aber das ist ja nur eine Entlastung. Also das ist ja tatsächlich auch noch ein bisschen... Ne, wäre schon schön, wenn, aber... Das bauen die relativ flott eigentlich. Das macht der Bagger. Wenn da ein Bagger dabei ist, da arbeitet er Tag und Nacht, dann geht das recht schnell eigentlich. Ist der jetzt? Jetzt ist er weg, okay. So, dann machen wir das Stück auch noch. Hohe Prio. Alles, was Versorgung ist, ist immer hohe Prio. Egal, ob ich nur noch das mache. Also, wenn dann alles hohe Prio ist, ist es natürlich auch doof, klar. Aber, das sollte schon klar sein, dass das wichtiger ist als alles andere davor. So, was haben wir hier? Ein zweites Heizkraftwerk wird mit Sicherheit nicht schaden, da gebe ich dir recht. Also wir bräuchten nochmal eine Heizmöglichkeit in Bützhetten. Aber jetzt lassen wir es erstmal mit einem anlaufen, weil wir nicht ganz Bützhetten befeuern. Also ja, wir befeuern ganz Bützhetten, ne, das ist schon richtig. Aber die meisten Wohnhäuser, die am meisten Verbraucher sind in dem Ganzen, die sind ja noch aus. Wobei sie beheizt werden, ne, das ist klar. Wir könnten vielleicht überlegen, ob wir hier oben nochmal ein Heizterminal hinbauen. Wäre das eine machbare Nummer? Ein großes Heizkraftwerk.
Ohne Gas? Nee, ich will halt irgendwas, was keine oder geringe Umweltverschmutzung generiert. Das Dingens hier. Ja, von hier oben könnten dann die Leute kommen. Könnten hier schön ein bisschen Fernwärme mitbringen. Was fehlt denn hier? So, Wärmetauscher groß. Um den, auf jeden Fall, um den da oben hier ein bisschen zu entlasten, sollte man definitiv da nochmal einen planen. So. Hier vielleicht hinten nochmal. Gar nicht so einfach, da was reinzubauen, ne? Okay. Hier oben vielleicht noch auch noch einen hin. Und hier vielleicht nochmal. So. Das war ein Zwergvögel. Das hat sich jetzt aber irgendwie nach, keine Ahnung, Papagei angehört oder so. Ich weiß auch nicht. Also, jetzt schließen wir erstmal den hier an. So. Gut. Dass wir keinen vergessen. Hier oben ist auf jeden Fall noch einer. Oh mein Gott! Kosmos! Kosmos! T3, Alter. Du bist doch wahnsinnig. Kosmos, ganz lieben Dank dir. Vielen, vielen Dank für den T3, Alter, im 24. Monat. Jetzt hab ich die 2 Jahre voll Zwergterz. Ey, aber absolut verdient auch. Verdient, so lange schon Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu sein. Und ich danke dir tausendfach für den lieben Support an der Stelle. Dankeschön vielmals dir. Ach, ist doch wahnsinnig. Dankeschön. So, hier oben haben wir noch 2. So, ich lege mal die jetzt. Das schaut alles blöd aus, ne, was ich hier gerade baue. Das müssen wir gleich nochmal umändern. Kosmos, danke dir. Weil das irgendwo unten drunter geht, ha? Ja. So. Dann legen wir das nochmal ein bisschen nach oben. Ein Schlückchen noch. Ungefähr bis hier. Und dann kommt noch einer. So. Damit ist das ganze Anschlussgedönse jetzt auch fertig. Okay. Gut, dann sind jetzt die gängigeren Probleme hier in Bützhetten erstmal in Arbeit.
Wieso machst du aktuell so viel Minus? Wir machen generell einfach zu wenig Plus. Das ist unser Problem. Wir kriegen extrem wenig Touristeneinnahmen, weil da schaue ich gerade wenig drauf. Ich mache auch zu selten oder zu wenig Werbung im Ausland. Das ist ein Problem. Und wir kaufen natürlich auch einfach immer noch Stuff ein, den wir jetzt dann hoffentlich bald selber produzieren. Aber da muss erstmal dieses ganze Geschichtchen hier anlaufen und das dauert alles noch ein bisschen. So. Und hier läuft jetzt das Abwasserding voll, ja. Weil das kann auch nicht exportieren. Das heißt, die ganze Geschichte hier oben krampft gerade eigentlich nur an einer Sache, nämlich an dem Umspannwerk hier. Ha, nun. Dann brauchen wir noch Arbeiter. Der ist so gut wie fertig. Haben wir hier nicht den anderen, wo ist der andere Anschluss? Hier unten der? Der ist auch schon gut weit, ne? Also das geht schon relativ schnell. Du schaust gar nicht mal so viel hin und dann, tja. Ja, die Importe sind immer noch hoch. 15 Millionen Import ist zu teuer, ne? Das ist einfach zu viel. Was importieren wir denn in den Mengen? Elektronik? Hätte ich ja, warte mal, Elektronik haben wir doch eingestellt, oder? Nee, können wir nicht einstellen. Das brauchen wir für manche Sachen doch. Also für manche Sachen müssen wir Elektronik einkaufen. Das können wir nicht ganz umgehen. Für die Bürger kaufen wir es noch nicht mehr ein. Wenn man sich das mal anschaut, wir geben schon viel Geld für Elektronik aus. Seit den 2000ern, also die letzten 36 Jahre, haben wir fast 800 Millionen dafür geblecht. Wir sind dann gerade am Runterfahren davon. Aber das ist der größte Punkt. Zum Glück sind wir da dran, den selber zu machen jetzt. Dann kaufen wir da gar nichts mehr ein. Dann müssen wir es bloß in den Griff bekommen, um rauszufinden, wer kauft denn noch ein. Wer kauft da noch Elektronik? Aber das finden wir dann noch raus. Das wird in Masse bei irgendwelchen Produktionslinien sein oder bei den, ich glaube, Bauwirtschaft hat das gar nicht. Die wollen nur elektronische Komponenten. Können wir mal schnell schauen. Bauteile wollen die nur haben, ne? Nee, das wird schon so sein. Kornspeicher schaut gut aus. Kies schaut gut aus. Holz ist ein bisschen wenig, ne? Also Holz ist ein bisschen mager auf der Brust. Wird Stahl hier auch mit reingelegt? Und wenn ja, warum? Warum liegt hier Stahl? Brauchen wir doch gar nicht. Hä? Wait a second. Habe ich das irgendwie gesagt? Lade ich da, wo ich Holz ablade, entladen Holz auch Stahl ab? Ne, da muss nur Holz rein. Wie kommt denn da Stahl rein? So, jetzt aber. Kein Plan. Stimmt, Werkstätten brauchen Elektronik zum Beispiel. Ja, genau. Zugbau ist auch ein Thema. Ja, das kann schon so ein bisschen. Da müssen wir dann durchschauen einfach. Und dann auch die endlich mal, wenn wir dann wirklich Elektronik produzieren, dann auch wieder für die Bürger. Ja, zumindest ab und zu. Ja, hier wird ordentlich Öl gepumpt. Auch das kostet gerade Geld, ne? Das, bis wir diese Zwischenspeicher hier füllen. So. Der Rest schaut soweit selbst ganz gut aus. Hier haben wir elektronische Bauteile. Wenn wir die haben, können wir andere Sachen, können wir uns bei der Bauwirtschaft auch erstmal ein bisschen entspannen. Weil, warte mal, werden die nicht auch hier rein, oder sollten die nicht eigentlich auch da reinliefern? Hier werden mechanische Bauteile zum Beispiel schon hergestellt, ne? Ja, die können dann hier geholt werden. Wären halt 500 Tonnen, wären halt schon fett.
Chemikalien und Kunststoffe. Da können wir aber auch hier eigentlich die elektronischen Bauteile reinpacken. Ich denke mal, mehr als 400 Tonnen werden wir dafür eigentlich nicht brauchen. Ja. Das sollte die Masse sein, tatsächlich. Machen wir mal hier, warte mal. 10 Tonnen Chemikalien. 15 Tonnen Kunststoffe, so ungefähr. Ja, ist okay. Alf, grüß dich. Hi, wunderhübschen guten Abend. Ja, ist okay. Ist zwar relativ viel drin, aber das kriegen wir schon noch hin. So, hier sind auch Chemikalien drin. Das wären 300 Tonnen. Ja, mal gucken. Das wäre halt fett, wenn das voll wäre, ne? Wenn wir dermaßen große Mengen liefern können, wäre halt geil. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Hier kommen ja immer noch aus BZ ein paar Leute an. Das finde ich ja ganz grundsätzlich gut. Die Turi-Bunker hier unten schalten wir erstmal konsequent ab. So. Die haben nämlich noch gar nichts. Das wäre schade. Auch den hier müssen wir abschalten. Das ist gerade noch nicht die Zeit, um jetzt in die Hotelbranche hier unten in Bürzetten einzusteigen. Die werden wir anschalten, aber das dauert noch ein Schlückchen. Okay, der Bau ist so gut wie fertig hier auch. Okay. Ja, das mit den spirituellen Orten ist natürlich echt ein Problem. Ja. So. Okay. Das, was da steht, ist eigentlich fast in Ordnung. Das Einzige, was uns jetzt noch im Augenblick nervt, ist das hier. So, da kommt ein bisschen Beton, da kommt ein bisschen Kies und ein bisschen Asphalt. Okay, cool. Dann kriegen wir das hoffentlich gleich hin, wenn das geliefert wurde. 9 Arbeitstage. Bagger ist verfügbar. Okay. Wie schaut die andere Leitung, der zweite Leitungsabschnitt hier unten aus? Da fehlen noch 55 Arbeitstage. Gar kein Stress mehr. Okay, alles klar. Das heißt, gleich müsste die Brühe laufen hier unten. Ich denke, der wird ein bisschen länger dauern noch, weil da noch ein bisschen was offen ist. Mal gucken, mal gucken. Ja, hier wird schon ein bisschen angeliefert. Sehr gut. Dauert es natürlich, bis der nächste Intervall kommt, bis die letzten Sachen hier durchgewandert sind. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Und hier ist wirklich nur noch die Elektronik. Das sollte überhaupt kein Ding sein, ne? Ja, 2 Busse fahren da noch. Ja, gut. Ist schnell gemacht. Ist wirklich schnell gemacht. So, er hier kommt jetzt erstmal und bringt wieder den ganzen anderen Schmodder. Und dann brauchen wir hier halt ein paar Leute, ne? Wäre halt geil. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so geht. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir die ersten mechanischen Bauteile selber fertigen. Und bald produzieren wir dann eben auch Elektronik hier. Jetzt brennt irgendwas. Oh, das Polizeirevier. Ich glaube, es geht euch zu gut, ey. So nicht. Wo sind die Feuerwehr? Ja, wo ist er denn? Steht im Stau oder was? Unangenehm. Gut. Und gelöscht. Oh, ist gar nicht mal so wenig an Kriminalität. Holy moly, aber die helfen auch hier unten ein bisschen mit, oder? Ja. Was sagt das kleine Polizeirevier hier vorne? Ist okay. Ja, ich meine, die sind schon gut aus. Die sind schon gut im Futter, ne? Dieses Polizeirevier kann schon gut was wegarbeiten. Was sagt die Justiz zu all dem?
Die verwurschtelt das ganz ordentlich. Gut, und jetzt sind die wieder up to date. Okay, ich habe ein bisschen Panik bei den ganzen Kriminalitätssachen, ne? Das kann so schnell ausufern und eskalieren. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen Kreisel was tun. Das ist jetzt der neue Schick, den wir haben.